Hallo, hier ist wieder Kati und ich möchte mit dir ein bisschen plaudern und zwar über das Thema Vergleichen. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mich vergleiche mit anderen und ja, das ist in beide Richtungen, habe ich gemerkt, tut mir das nicht so gut. Sei es jetzt in die eine Richtung, dass ich bemerke, oh, ich kann ja etwas besser oder da bin ich schon, habe ich schon mehr Erfahrung oder so, ne? Wenn es jemand ist, der vielleicht da noch nicht so viel Erfahrung hat. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich das viel verbreitetere Phänomen, dass man sich, dass ich mich oder ja viele Menschen sich vergleichen mit anderen und dann schlecht dabei wegkommen. Ja, das ist ja so eine Tendenz, dass, ja, dass wir uns kleiner machen, als wir sind, dass wir bestätigen wollen, dass wir nicht so gut sind, dass wir nicht so liebenswert sind, dass wir nicht so tolle Heilpraktikerinnen sind, dass wir nicht so tolle Videos machen, dass wir nicht so gut schreiben können und was es bei dir auch immer ist. Und ja, das tut der Seele nicht gut, ne? Und ich denke, dass das mit dem Vergleichen, also ich übe das schon sozusagen, das zu beobachten, das zu bemerken, wenn ich das mache. Und das dann einfach, ja, in dem Moment loszulassen, weil es mir halt wirklich gar nichts bringt. Beziehungsweise schon zu schauen, okay, wenn ich mich jetzt vergleiche und merke so, oh, da macht einer was, was, dass es mich vielleicht daran erinnert, dass ich das auch machen möchte. Dass ich, und dann einfach bei mir zu gucken, wie, wo muss ich da vielleicht noch mehr in meine Kraft gehen, wo muss ich da noch mehr Mut entwickeln und noch ehrlicher werden. Ja, oder auch zu bemerken, okay, der ist schon 10 Jahre länger dabei oder der ist schon ein paar Schritte voraus. Klar bin ich nicht an demselben Punkt und dann ist ja auch jeder Weg einzigartig. Wer weiß, was ich schon für andere Erfahrungen gemacht habe. Und das Allerwesentlichste, was ich aber bemerkt habe und was mir wirklich am tiefsten geholfen hat oder was mich da am tiefsten berührt, ist, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche, sondern dass es darum geht, das Beste aus mir herauszuholen. Beziehungsweise es geht ja nicht immer nur um das Beste, aber es geht darum, was kann ich für mich tun, um zufrieden zu sein. Ja, auch wir Frauen, wir kennen das ja auch gut, dass wir uns untereinander vergleichen. Die eine hat tollere Haare, die andere hat tollere Beine, die hat einen tolleren Freund oder was auch immer. Und da einfach, da habe ich gemerkt, ich möchte das raus, also ich möchte mein Licht zum Leuchten bringen. Ja, ich möchte mich so kleiden, wie ich mich wohlfühle und vielleicht sehe ich da nicht aus wie dieses und jenes Model, aber ich kann das Schönste aus mir herausholen. So, ich kann meine Schönheit leben, meine ganz persönliche Schönheit oder meinen ganz persönlichen Schreibstil entwickeln oder mein, ja, was auch immer das gerade für dich ist, also in dem Moment, wo wir uns vergleichen, geht es, glaube ich, ja, wenn wir das als Spiegel nehmen, dann eher zu gucken, okay, an was erinnert es mich in mir und was möchte in mir da gelebt werden, so welche Aspekte wollen gerne Raum finden, ja. Und da gibt es dann vielleicht Ängste, die es zu überwinden gilt. Aber es lohnt sich dann da, das zu machen und da weiterzugehen. Ja? Also es geht wirklich darum, sich in dem Moment daran zu erinnern, dass ich meins, die beste Version von mir selbst bin. So, dass ich mich leiden kann, dass ich mich lieben kann, dass ich mich wohl mit mir fühle und für mich da bin und auch Mitgefühl habe in dem Moment, wo ich mich vergleiche und wo ich vielleicht
weil es eine Gewohnheit ist, schlechter abschneide als der andere. Ja, und da mich liebevoll anzunehmen, dass ich das gerade tue. Aber auch zu beobachten, dass ich es tue. Und nicht tiefer einzusteigen, weil es einfach die Seele verletzt. Ja. Gut, also, ich wünsche dir dabei viel Freude, das Leuchten in dir, ja, stärker werden zu lassen, immer mehr in deine Kraft zu kommen oder in deine Feinheit, was auch immer gerade für dich ansteht. Und ja, ich wünsche dir viel Freude dabei und sende dir ganz viel Liebe für deinen Weg.